Guten Morgen, liebe Community. Ja, da sind wir heute, ihr Lieben. Heute ist der große Tag. Heute ziehen wir das Studio um. Ich sitze jetzt hier, bin natürlich wieder Erster. Das muss so sein als Chef. Ja, der Erste und der Letzte, der geht. Heute geht es um alles. Ich bin mal gespannt, wer kommt. Izzy hat gerade schon kurzfristig abgesagt. Ja, Lani sagt, er ist auf dem Weg und zwei Community-Mitglieder. Der Rest hatte keine Zeit oder in Klammern keinen Bock. Aber wenn man ehrenamtliche Mitarbeiter hat, kann man sich nicht beschweren. Das geht nun mal nicht. Von daher muss der Krümmer wieder selber ran. Bin ich gewohnt, zieh ich durch. Was soll's? Ab geht die Post. Da ist er nämlich. Lani, ey. Ja, ja. Schön im schön im Umzugs-Overall. So, und das Geile ist, wir haben überlegt, ob wir so ein Riesending nehmen oder so ein kleineres. Und ich glaube, der reicht sowas von aus, Lani. Da ist er. Ja, du bist der Erste irgendwie. Alle stehen schon im Stau. Ja, hab ich schon gesehen, da war alles voll. Ja. Deswegen. Wieso bist du so schnell durchgekommen? Weil ich in der Typ bin. Ja. Zum Beispiel. Hast du durchgemogelt, ja? Ja. Oh, das ist aber genug Platz. Ja. Da ist ja safe und dicke. Wollte ich was sagen, das läuft. Ja. Ich hätte die Leiche nach hinten geschoben, sieht man jetzt nicht. Ja, ja, gut. Das zeigt besser auch nicht, ne? Ja, alles klar. Nee, läuft. Ja, dann würde ich sagen. Fangen wir an, ne? Fangen wir an. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrices and charts. It's all about the bumps in your heart. Unter Bereich ist leer. Total cool. Unter Bereich ist leer. In nicht mal einer Stunde. Richtig. Und den schreibt, wir haben noch mehr was verkauft. Ist auch super. Eine Mutti glücklich gemacht, oder? Sie schon? Sie ist glücklich. Ja. Sie ist glücklich. Ja, und ich schwitze jetzt schon wie ein Schwein, ehrlich gesagt. Aber das kenne ich von der ganzen Woche eher nicht anders. Von daher, ich bin echt so eine Maschine. Ach stimmt, du hast ja die Woche gearbeitet. Ja. Wow. Das kennt man sonst als Lehrer nicht, weißt du? Und Beamter. Ja. Das ist ja die Doppelkombo. Ja, war klar, dass du gleich wieder fies wirst, ne? So. So magst du es doch am liebsten. Ja, ja. So, ihr Lieben, wir fahren jetzt durch Schäseltown Richtung das neue Studio, aka meine Hood. Genau. Und trinken dann also was Schönes. Ey. Oh, mach schon mal Pilz auf. Richtig. Ist ja schon 12. Ja. Passt. Guck mal, Alter, zum Anfang der Woche hat sich ein bisschen was verändert, ne? Alter Schwede. Sogar meine alten Tennissachen sind da drin. Und der, guck mal, die Kiste der Atlas-Statue haben wir auch schweren Herzens von trennen können. Wollte ich gerade sagen, die Kiste ist an sich eigentlich ganz geil. Ja. Aber dafür ist eine Atlas-Statue. Ja, richtig. Ne? So, und jetzt geht wieder das Geschleppe los. What music is that I hear? Something to try and make you feel at home. So, ihr Lieben, ich werde bekloppt.
Wir haben alle Schreibtische hier. Ich weiß, es sieht total unordentlich aus und so weiter. Aber das ließ sich leider nicht verhindern, weil die sind alle so ein bisschen ditschig. Ne? Die haben alle diese Piekser. Hier unten hast du noch so eine scharfe Schiene. Das ist alles ein bisschen wackelig. Wir müssen halt echt vorsichtig fahren. Ne? Aber das sind die beiden Schreibtische plus das Regal, was meine neue Unterlage bieten soll. So, und Lani kommt mit dem Wasser. Ups. Hä? Ah ja. Boah, fuck, Mann, ich schaff's auch, mir überall die Hände zu klemmen. Nein, lach mich nicht aus. Nein, ist schon so. So, du hast die Schrauben, du hast ja. den. Ich habe alles. Du hast alles eingepackt. Plus das Wasser. Ich muss nicht nur die Tür zu machen. Ja, mach ich. Da gehen sie hin, die Platten. Die Platten. So, ihr Lieben, das ist der Nick. Moin. Community-Mitglied, was wir gerade per Facebook irgendwie akquiriert haben. Ich habe nämlich gerade einen Hilferuf auf Facebook losgeschickt. Und der ist einfach gekommen mit einer Säge, weil wir nicht wussten, wie wir die Dinger sonst klein kriegen. Das heißt, er hat schöne Stichsäge mitgebracht. So, und jetzt geht's denen an den Kragen. So, und hier unsere schöne Platte ist auch mit dabei. Es ist richtig traurig, aber egal. So, Nick, walte deines Amtes. Ja, los geht's. Hau weg. Wir gehen aber nicht durchs Werder, das ist ganz wichtig, damit wir. Ja, das ist ganz wichtig. Da kommst du in eine besondere Hölle. Schön durch Horst hier. Durch Horst nicht durch? Nee, ich bin. Ja, durch Horst kommst du ja nicht so leicht durch, ne? Ich wollte sagen, da ist. Ja, lass dich das nicht durch. Genau. Die versteigert für guten Zweck Teile der Platte. Ja, kannst du dreimal versteigern. Ja, ich habe den Leuten angeboten, sie können die Dings haben. Keiner hat sich gemeldet. Was soll ich machen? Wo soll ich denn hin damit sonst? Ja. Keine Chance leider. Der Lani, ne? Ja. Die Sachen haben alle der Nick und ich geschleppt. Ja. Ne? Ich sag's nur. So, also wieder zurück. Endlich wurde es gefilmt. Ne? Es gibt keine Beweismittel. Ne? Richtig, keine Fotos, keine Beweise. Ne? Ja, ein Zeugen. Posted, auch didn't happen. Ich bin ja, wunderbar. Ich zahle die Animania-CDs. Ich liege direkt dran. Gut, ich hab nur Blackjack am Rücken. Das gehört auch nicht so schlecht. Guck mal hier, wie der Schweiß hier schon runterläuft. Das ist echt dämlich. Genau. Wir müssen das ausprobieren, das muss perfekt sein. Tischmuddel, krieg mal. Tischmuddel, ich sehe gut aus. Ein Tischmuddel. Na, Lani, kannst du in der Luft mehr, wa? Ja. So, jetzt die Frage, wie nah dran machen wir das? Wir hatten das gerade. So. Also, wir hatten jetzt ganz an die Wand dran. Genau. Ja, also, das haben wir. Nick. Jawohl. Vielleicht sogar noch ein bisschen näher ran. Und hier? Ja, und da. Dann nimmst du ja wieder Raum für den dicken Schreibtisch jetzt hier. Ja, und du hast das Loch. So weit geht's eh nicht. Ne? Das ist hinten dieses Loch, ne? Ja, aber da kann ich dann noch Regale und so weiter. Da baue ich dann die Konsolen auf. Ach so, okay. In so kleinen Tischen. Damit ich immer die Konsolen ready habe für euch, liebe Gott. So. Guck mal hier, was der Lani gemacht hat. Liebe Leute, schaut mal hier. Da hat der Lani seine Schlittschuhe ausgepackt und ist, während wir gefahren sind, hat er hier so Pirouetten gedreht. Ich möchte mal erwähnen, ich habe mich nicht auf dem Schreibtisch geregelt. Ja, ich hatte Stollenschuhe an, oder was? So. Natürlich, die 1000 Tricks Gedächtnisschuhe. Schuhe? Ja, Stollenschuhe, immer von dem Mann. So, stopp! Ich glaube, weiter sollten wir nicht, oder? Ich komme ja immer nur so durch. Ja, du kannst den Winkel ja noch ein bisschen offen machen, da schließt sich ja nicht bündig ab. Warum nicht? Ich komme ja gut durch. Aber falls du mal wieder zulegst, dann kommst du nicht durch, dann kriegst du ganz. Ja, das könnte natürlich ein Problem mit meinem Glied bedeuten, ja, ne? Ihr kennt das. So, wenn da die Kamera ist, dann habe ich hier den Platz, den Masterplatz. Was los, Leute, weißt du? Da kann ich dann so richtig, was los, Leute? Und seht auch noch das dicke Ailton da. Ja, sehr gut. Ja. Als mahnendes Beispiel. So, und dann kommt hier mein Rechner hin, so. Dann kann man nämlich da so durchfilmen. Und da kommt der Regierechner hin. Hier regelt sich der Lani bei jeder Sendung. Da lassen wir extra so einen Platz frei, dass er so quasi, ich streame und Lani regelt sich hier. Krieg ich auch Fell? Ja, klar. Ja, sehr geil. Du kriegst so geiles, so Tigerfell, so ja, richtig. Ja, sehr gut. Ja. Und ja.
Dann piercen wir auf deine Nippel und dann geht die Party ab. Und dann habe ich so eine Kette. Und jedes Mal, wenn du so einen schnippischen Kommentar machst, zieh ich so an der Kette. So wie Jabba the Hutt-mäßig, weißt du? Da bist du der fette Jabba the Hutt und ich bin halt Leia, ich meine. Ja, genau, du bist Leia. Habe ich trotzdem gewonnen. Der Lani ist Leia, liebe Community. Freiwillig. Richtig. Da bin ich lieber Jabba the Hutt. So, wir gehen jetzt was essen, ihr Lieben, und dann geht's weiter. So, Pause. Ja. Lani trinkt Iron. Das ist total gut, wenn es heiß ist. Perfekt. Ja. Auch eine Türkisierin. Früher war ein Tennis, haben wir einen bei uns im Tennisverein, der war sehr übergewichtig. Wenn man gegen den gespielt hat, hat er beim Wechsel in der Pause immer Buttermilch getrunken. Und das bei 30 Grad oder so. Hat er gewonnen? Nein, also gegen mich auf jeden Fall nicht. Hat gespielt wie eine Reh. So, wir haben auch noch einen Zuwachs bekommen. Das war, glaube ich, mein Fehler. Sag mal, wie du heißt? Jonas. Jonas, ich habe dir nicht gesagt, wo die Straße ist, ne? Ja. Ja. Jonas hat gerade 8 Stunden gewartet, weil wir erstmal die anderen Sachen aufgebaut haben, ne? Ja. Aber jetzt ist er mit dabei und ja, der Nick läuft so ein bisschen aus, ne? Der musste richtig ran bei uns. Ja. Ich gequält. Gequält wurde ich. Ja, so ist das hier, ne? Das ist kein. Ja, ist kein Kaninchenzoo hier. Ja. Wollte gerade sagen, das ist hier Leben. Was machst du da schon wieder? Schicke. Machst du echt Bilder vom Eiram? Bist du so ein Food-Vlogger? Nee. Das nicht. Okay. Er sammelt Fotos vom Eiram. Richtig, genau. Verschiedene Eirams durch die Republik. Andere regeln die auch schreitisch. So, ihr Lieben. Ja. Wir essen jetzt erstmal in Ruhe und dann geht's nochmal weiter. Mit ein bisschen schleppen. So. Und so sieht es genauso aus wie damals, als wir reingegangen sind. Krass. Alles raus. Oh, das Netzwerk habt ihr auch schon abgeprokelt? Nee, das war schon so. Das war so, echt? Ja, gebrannt von der TV-Hitze wahrscheinlich. Ja, weil du guckst hier. Haben wir das nur die? Ach, wir haben wahrscheinlich nur die abgemacht, die nicht irgendwie. Wir sind jetzt das Znet. Znet. Tja, krass. So sieht das aus. Alles weg. Nur der Burger hängt noch. Ja. Da. Rom vergangener Zeit. Ja, und unser Leergut. Wenn der Nick gerade meinen Scheinwerfer in seinen roten BMW. Wie kann man sich den in Rot holen, Digga? Warum rot? Nicht meiner. Ach so, alles klar. Ja, dann. So, und hier, ihr Lieben, die letzte Fuhre. Und nicht zu verwechseln mit Furie, weil Furie ist der Lani. So, hier noch die Stühle. Die geile Guitar Hero Gitarre. Übrigens, ihr Lieben, den Playseat, ne, den ihr da jetzt seht, habe ich dem Lani geschenkt, weil ich weiß, der nutzt den. Ich weiß, dass einige von euch da scharf drauf waren. Aber ich habe mir gedacht, der Lani hat jetzt hier so lange mitgearbeitet, halbes Jahr. Dankeschön. Der hat das verdient und da weiß ich auch, der spielt gerne Rennspiele, der wird genutzt. Ja? Muss ja auch mal Danke sagen. Jetzt sitzen wir hier im Garten. Meine Weintrauben, der muss langsam mal ernten, fällt mir gerade auf, so im Hintergrund. Kann man das sehen? Die sind fast schon. Probier mal, die schmecken mich mega gut. Ja, ja. Du hast doch nie probiert, hast du schon da Ja gesagt. Ja, weil das ist so im Vorfeld reingespritzt. Das ist so geil. Ja, du Sau. Ja. Ja, die sind fast schon überall. Ich weiß, was meine Freundin dann so mag, echt. Ja. Hat aber was, ne? Hier auf der Bank, direkt die Dinger im Mund rein, das hat was, ne? Ja. Das ist alles nur so ein bisschen wie so eine Schaukel jetzt. Das ist mir etwas entartet. Weil eigentlich ne, geht die hier so lang, die Weintraube, und da fängt sie an. Da steckt sie im Boden wahrscheinlich. Ja, genau. Und bis hier. Das muss ich mal irgendwie. Ja, zum Band, Herbst muss ich es mal schneiden. Wandtapen. So, ihr Lieben. Also, ich und der Lani, wir sind seit 11 Uhr am Hobeln, hätte ich fast gesagt. Und ich bin. auch. Ich bin völlig fertig. Jetzt eine Woche alles ausgeräumt und so weiter. Ich bin froh, dass die Jungs noch gekommen sind am Ende. Also zum Aufräumen. Ja. Und wir das dadurch alles noch gut hingekriegt haben. Ich glaube, lange nicht alleine. Das hätte noch ein paar Stunden gedauert. Aber zum Glück haben wir noch Hilfe. Mein Hilferuf auf Facebook ist angekommen. Da soll man nochmal sagen, irgendwie, es bringt nichts, wenn man auf Facebook um Hilfe ruft. Ne? Ja. Hat geklappt. So, haben wir noch 2 Leute dazugezaubert. Einer mit einer Stichsäge. Was will man mehr eigentlich, ne? Im Leben. So. Ihr Lieben, wir machen Feierabend. Ich weiß, dass ihr vielleicht noch irgendwie den neuen Arbeitsplatz sehen wollt, aber der ist so, wie ihr ihn gerade auch schon gesehen habt. Ich werde jetzt anfangen gleich, wenn die Jungs, genau, mit Elimane 21. Und wenn die Jungs weg sind, baue ich da erstmal einen Rechner auf und schneide diesen Vlog, und mehr mache ich heute auch nicht mehr. Und dann den nächsten Tag, den nächsten Vlog, den ihr seht, da ist das Ganze dann schön und aufgebaut. Irgendwann. Mal gucken. So, jetzt trinken wir erstmal unser Bierchen und sagen Danke. Ich sage Danke an die Jungs, die alle geholfen haben. Ich bin platt. It's all about the bumps in your heart.